Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung ÖRR 1. Das hier ist die zweite Sitzung. Wir sind immer noch in der ersten Woche. Ja, bevor wir heute in das neue Thema Spieltheorie einsteigen, ein Blick auf den Kalender. Ich habe bislang keine organisatorischen Ankündigungen. Ja. Wie gesagt, wir befinden uns in Woche 1 und ja, planmäßig starten nächste Woche die ersten Tutorien. Das erste Aufgabenblatt wird sich mit Spieltheorie befassen. Das werde ich heute noch hochladen nach der Vorlesung. Ja, mehr gibt es eigentlich gerade nicht zu sagen zum Organisatorischen. Fangen wir also direkt mit Spieltheorie an. Wie immer vorab ein bisschen was zur Literatur. Hier sind ein paar einführende Werke aufgeführt. Ja, aber im Endeffekt ja, suchen sich das aus, was ihnen am besten gefällt. Spieltheorie ist, die Grundlagen von Spieltheorie sind sehr, sehr Standard, sind, ja, das ist so ähnlich wie Mathe, ne? Das können sie nachschlagen, da wo sie es am besten verstehen. Auf Wikipedia gibt es teilweise ganz gute Erklärungen, aber ja, von daher mein Tipp zum Nachschlagen von Grundbegriffen. Es ist oft nützlich, einfach auf Google oder auf YouTube nachzuschlagen. Teilweise gibt es auf YouTube vielleicht schon kurze Erklärungen zu Einzelbegriffen, wobei die meisten davon wahrscheinlich eher nicht auf Deutsch sein werden, ne, weil einfach der Markt für Online-Vorlesungen in den USA größer, also im für den englischsprachigen Raum viel größer ist. Und auch im Buch von Schäfer und Ott finden Sie in Kapitel 3 eine kurze Einführung in Spieltheorie. Teilweise werden wir ein bisschen drüber hinausgehen, ja, aber das ist eigentlich eine ganz gut geschriebene Einführung. An sich ist überhaupt das Kapitel 3 im Schäfer und Ott eine ganz gute Einführung allgemein in ökonomische Themen, bevor es überhaupt um ökonomische Analyse des Rechts geht. So, aber jetzt ganz an den Anfang bei Spieltheorie. Wenn Sie an die Einführung zurückdenken von Dienstag, dann erinnern Sie sich, dass das ökonomische Instrumentarium Preistheorie und Spieltheorie umfasst. Preistheorie kennen Sie hoffentlich schon. Da geht es weitestgehend um Gewinn- oder Nutzen-maximierendes Verhalten, wie Sie es in der Mikroökonomik kennengelernt haben. Mikroökonomik, gutes Stichwort. Ich habe ein paar Mal die Frage jetzt erhalten, unter anderem auch per E-Mail, ob man den Schein in VWL unbedingt schon vorher gemacht haben muss, um hier antreten zu dürfen. Mir ist es egal, ob Sie den Schein schon haben oder nicht. Aber die Inhalte, die in VWL 1 vorkommen oder in der Mikroökonomik, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Ihnen heißt, die sind auf jeden Fall relevant. Und wenn Sie die nicht haben, dann wird es teilweise schwer sein, für Sie hier mitzukommen. Wenn Sie den Schein noch nicht haben, ist mir das total egal. Wenn Sie die Vorlesung schon gehört haben und verstanden haben, was da passiert, dann können Sie den Schein hier gerne machen, ne? Also ich habe keine Auflagen hier formal gesehen, was den Schein hier angeht. So, wie gesagt, Preistheorie setze ich voraus. Spieltheorie schauen wir uns in diesem Kapitel an und in der nächsten Sitzung auch noch. Jetzt erstmal die Grundlagen. Was ist Spieltheorie eigentlich? Wie der Begriff schon vielleicht verrät, geht es bei Spieltheorie um strategische Interaktion. Warum verrät das der Begriff schon? Naja, es geht um Spiele. Ne? Und wenn wir zusammen mit anderen Leuten Spiele spielen, dann verhalten wir uns in der Regel strategisch und wir spielen mit anderen zusammen. Das heißt, wir interagieren. Ne? Deswegen Interaktion heißt, es geht um Situationen, in denen mehrere Entscheidungsträger oder einfacher gesagt Spieler miteinander zu tun haben. Genauer gesagt geht es um Interaktionssituationen, in denen Spieler sich strategisch verhalten. Also in denen Spieler sich überlegen, was die anderen Spieler sich überlegen und tun werden und so weiter und so weiter. Ja? Also wenn Sie ein Spiel, zum Beispiel irgendein Brettspiel oder ein Kartenspiel mit Ihren Freunden spielen dann, und das Ziel haben zu gewinnen, ja, dann werden Sie sich überlegen, was die anderen tun werden, gegeben Ihre Informationen und
Ihre Mitspieler werden das Gleiche tun. Und jeder wird versuchen, darauf aufbauend eine optimale Reaktion zu spielen. Formal gesehen brauchen wir drei Zutaten für ein Spiel. Einmal die Spieler, klar. Dann die Strategien. Strategien sind die Handlungsoptionen, die gegeben sind. Und als drittes brauchen wir Auszahlungen, und zwar Auszahlungen als Funktion der Handlungsmöglichkeiten, der Strategien. Ne? Also jede Strategie, in Abhängigkeit der Strategie der Mitspieler, ist mit einer bestimmten Auszahlung für jeden Spieler verbunden. Außerdem können wir im Allgemeinen unterscheiden zwischen simultanen und sequentiellen Spielen. Bei simultanen Spielen handeln alle gleichzeitig, das heißt ohne zu wissen, was die anderen tun. Ein einfaches Beispiel für ein Spiel im umgangssprachlichen Sinn, das simultan gespielt wird, ist Schere, Stein, Papier. Wenn Sie an das Spiel denken, dann ja, entscheiden sich beide Spieler ja gleichzeitig dafür, ob sie Schere, Stein oder Papier spielen. Bei sequentiellen Spielen dagegen kennt mindestens ein Spieler vor seiner Entscheidung schon mindestens eine Entscheidung des anderen Spielers. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich denke, das Wort sequentielles Spiel ja, verrät schon, was für Spiele es sind, ne? Also man ist nacheinander dran und nicht gleichzeitig. Hier fallen bestimmt auch echte Beispiele ein. Am einfachsten wäre wahrscheinlich Schach. Bei Schach zieht man nacheinander. Oder zum Beispiel bei Poker, ne? Da ist man auch nacheinander dran. Und ja. Und ja, eigentlich sind die meisten Brett- oder Gesellschaftsspiele eher sequentielle Spiele, würde ich vermuten, würde ich behaupten. Ja. Das ist jetzt eher eine trockene, abstrakte Einführung in was Spiele sind. Schauen wir uns doch konkret ein paar Beispiele an. Zwei relativ berühmte Spiele, einmal das Koordinationsspiel und das Gefangenendilemma. Sie erinnern sich, was gehört zu einem Spiel? Die Spieler, die Strategien und die Auszahlungen. So, beim Koordinationsspiel, so wie es hier abgebildet ist, haben wir Spieler 1 und Spieler 2. Was sind hier die Strategien, die möglich sind? Spieler 1 hat zwei Handlungsoptionen. Er kann entweder links oder rechts spielen. Und das gleiche gilt für Spieler 2. Spieler 2 kann entweder links oder rechts spielen. Ja, Sie sehen, das Spiel hier ist symmetrisch. Symmetrisch bedeutet, beide Spieler haben die gleichen Handlungsoptionen und die gleichen Auszahlungen jeweils. Wie könnte man sich dieses Spiel, was ist die Intuition für dieses Spiel hier? Denken Sie einfach an die klassische Situation im Korridor, in einem engen Flur oder einem relativ engen Flur, wo Sie jemandem entgegenkommen und aneinander vorbei möchten, und dann muss man sich eben entscheiden, ob man links oder rechts an einer anderen Person vorbeigeht. Und wenn beide sich für das Gleiche entscheiden, also jeweils aus ihrer Sicht links, dann kommt man problemlos aneinander vorbei und bei jeweils rechts auch. Und wenn beide sich aber anders entscheiden, dann kommt man sich in den Weg und es dauert länger. Und deswegen ist da der Nutzen also auch geringer. Noch eine Erklärung zu der Form, wie das hier dargestellt ist. Wo ist meine Maus? Na, hier. Jedes Feld hier nennen wir eine Strategienkombination. Also dieses Feld hier ist die Strategienkombination, in der Spieler 1 und Spieler 2 jeweils links spielen. Und in unserer Vorlesung werden wir als Konvention einführen, dass links unten in einer Strategienkombination jeweils der Payoff des Spielers links unten ist, und rechts unten in diesem Feld ist die Auszahlung der Payoff für Spieler 2. Ganz einfach, damit es übersichtlicher ist. Wenn Sie aber in die Literatur gehen, zum Beispiel in den Schäferort, werden Sie merken, dass das nicht unbedingt immer die gleiche Konvention ist. Manchmal wird es auch einfach mit einem Komma getrennt, aber so wie es hier ist, ist es eigentlich
übersichtlicher. Und übrigens nennt man den Strategienraum die Menge aller möglichen Kombinationen von vorhandenen Strategien. Ne? Nochmal, der Strategienraum ist definiert als alle möglichen Kombinationen der vorhandenen Strategien. Was wäre das denn hier? Also, Strategienraum ist auf jeden Fall links, links. Was haben wir noch? Rechts, rechts. Was haben wir noch? Links, rechts und rechts, links. Ne? Wobei jeweils der erste Buchstabe für Spieler 1 steht und der zweite Buchstabe für Spieler 2. Okay? Diese vier Strategienkombinationen stellen unseren Strategienraum dar. Also alle möglichen Kombinationen der vorhandenen Strategien. Fehlt noch ein Wort zu den Auszahlungen. Wie schon gesagt, die Auszahlungen machen nur Sinn, wenn sie in Abhängigkeit der Strategienkombination sind. Ne? Und das sind sie ja auch. Die Auszahlungen 1 und 1 jeweils sind nur gültig, wenn links-links gespielt wird oder wenn rechts-rechts gespielt wird. Und das Spiel ist eben hier so schön symmetrisch, das muss nicht unbedingt sein, jedes Feld kann theoretisch anders aussehen. Aber was wir auf jeden Fall sehen ist, dass die Auszahlungen für die beiden Spieler sich danach richten, was für eine Strategie sie wählen. Ja, also was die Intuition angeht, habe ich schon erzählt, wie sie sich das Koordinationsspiel veranschaulichen können. Aber tatsächlich gibt es in der Realität viele, viele weitere Anwendungen des Koordinationsspiels. Das Koordinationsspiel ist einfach dadurch definiert, wie die Payoffs hier aussehen, ne? Dass man dass die Payoffs in Abhängigkeit der Strategien eine bestimmte Form annehmen, ne? Und ein Spiel, das diese Form hier annimmt und Gleichgewichte hat, wie dieses Spiel, das nennt man eben Koordinationsspiel. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an, bevor wir zum Thema Gleichgewicht kommen. Das sogenannte Gefangenendilemma ist vielleicht, ja, das berühmteste einfache simultane Spiel, das in der Literatur bekannt ist. An den Spielerbeschreibungen sehen Sie schon, wo die Intuition für dieses Spiel herkommt. Ja, wir haben ein Duo von Räubern, nennen wir sie Bonnie und Clyde, die verdächtigt werden, einen Raub zusammen begangen zu haben und sie werden in separaten Räumen verhört. Und jeder von den beiden Spielern, Bonnie und Clyde, hat jeweils die Strategie Schweigen oder Kronzeuge. Ne? Das Spiel ist wieder symmetrisch, das heißt, Clyde hat die gleichen beiden Strategien. Und jetzt sehen Sie, dass die Payoffs, die Auszahlungen anders aussehen als beim Koordinationsspiel. Schauen Sie mal kurz drauf, wie erklären Sie sich die Payoffs? Ja, gehen wir doch einfach Feld für Feld durch. Was passiert, wenn beide schweigen? Wenn beide schweigen, kommen beide mit einer kleinen Strafe davon, sagen wir mit einem Ja. Ne? Und der einfache Teilbahn nennen wir dann die Auszahlung minus 1. Okay, beide schweigen, keiner kann wirklich verurteilt werden wegen schweren Raubs, sondern nur wegen eines kleineren Deliktes, sagen wir unerlaubter Waffenbesitz. Und die Strafe ist relativ gering, minus 1. Wenn Clyde schweigt, aber Bonnie gegen ihn aussagt, unter, sagen wir, einer Kronzeugenregelung, dann kommt Bonnie ohne Strafe davon, hat also eine Auszahlung von 0 und Clyde erhält so eine Art Maximalstrafe minus 10, also sagen wir 10 Jahre Gefängnis. Weil das Spiel symmetrisch ist, ist es umgekehrt genauso. Wenn Bonnie schweigt, aber Clyde verrät sie, ich glaube, Clyde ist der Mann, dann erhält Clyde Straffreiheit und Bonnie die Höchststrafe von minus 10, von 10 Jahren. Und was ist aber, wenn beide Aussagen
Wenn beide aussagen, dann gibt es ja quasi eine Aussage für jeden und beide können verurteilt werden und wir nehmen an, dass dann die Strafe jeweils 8 Jahre für beide ist. Okay, vielleicht eine kleine Strafminderung, weil sie beide bereit waren auszusagen. Aber der Punkt ist, beide kommen immer noch mit einer relativ hohen Strafe nur davon. So. Das ist die Form, wie eigentlich das Gefangenenklima immer aussieht. Die Payoffs sind manchmal ein bisschen anders, aber die Form hier ist immer so, wie ich es Ihnen hier dargestellt habe. Bis jetzt haben wir eigentlich nur beschrieben, also bis jetzt haben wir die Spiele eigentlich nur beschrieben, ne, und erklärt, wie die Auszahlungen zustande kommen. Aber die viel wichtigere und interessantere Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wie werden die Spieler sich verhalten? Rationalerweise. Außerdem können wir uns dann fragen, wenn wir eine Vorhersage darüber haben, wie die Spieler sich verhalten werden, ob dieses Verhalten denn gesellschaftlich wünschenswert ist. Okay? Und bevor wir das machen können, brauchen wir ein paar weitere Definitionen. Einmal brauchen wir das Konzept der Dominanz oder sollten wir kennen, das Konzept der Dominanz. Und zwar sagt man, dass Strategie A Strategie B dominiert, wenn A nie schlechter ist als B, aber wenigstens bei manchen Strategien des anderen Spielers besser ist als B. Ja? Sie merken schon, es ist also ist von logischen Aufbau her ist das so ähnlich wie Pareto-Verbesserung. Ja, wenn eine Strategie nie schlechter ist und manchmal besser als eine andere, dann dominiert sie diese andere Strategie. Und darauf aufbauend können wir eine dominierte Strategie definieren als eine Strategie, die von einer anderen Strategie dominiert wird. Und das Wichtige ist nicht diese Definition, sondern natürlich, dass eine dominierte Strategie rationalerweise nie gewählt wird. Ne? Und das werden wir uns später bei einer anderen, bei einem Lösungskonzept zunutze machen. Umgekehrt, aber nicht unbedingt analog, können wir definieren, dass eine dominante Strategie eine Strategie ist, die alle anderen Strategien dominiert. Und eine dominante Strategie wird rational gesehen immer gewählt. Okay? Schauen wir uns das in den beiden Beispielen an, die wir gesehen haben. Mal in umgekehrter Reihenfolge, also jetzt erstmal für das Gefangenendilemma. Überlegen wir uns jetzt mal für Bonnie, ob es dominante Strategien gibt. Okay? Was ist, wenn Clyde Schweigen spielt? Dann wissen wir, dass Bonnie, wenn sie selber Schweigen spielt, eine Auszahlung von minus 1 hat. Und wenn sie Kronzeuge spielt, hat sie eine Auszahlung von 0. Was ist besser? Die 0. Da machen wir mal so einen Pfeil hin, weil die 0 besser ist. Was ist, wenn Clyde Kronzeuge spielt? Dann kann Bonnie sich entscheiden zwischen minus 10 oder minus 8. Minus 8 ist besser für Bonnie, deswegen machen wir da wieder so einen Pfeil hin. So, und wie Sie jetzt gemerkt haben, egal was der Clyde macht, ist für Bonnie die bessere Strategie, Kronzeuge zu spielen. Und weil die Strategie Kronzeuge eben immer bevorzugt wird und nie schlechter ist als Schweigen, nennen wir diese Strategie dominant. Ne? Man könnte das so einkreisen. Und symmetrisch können wir sagen, dass der Clyde sich das gleiche überlegt. Ne? Also wenn Bonnie Schweigen spielt, dann kann Clyde sich entscheiden zwischen Schweigen oder Kronzeuge. Wenn er Schweigen spielt, kriegt er minus 1. Wenn er Kronzeuge spielt, kriegt er 0.
Also ist 0 ist besser, machen wir das mit dem Pfeil. Wenn Bonnie Kronzeuge spielt, hat Clyde entweder minus 10, wenn er schweigt, oder minus 8, wenn er auch Kronzeuge spielt. Minus 8 ist besser, machen wir so einen Pfeil hin. Und wir sehen, weil das Spiel symmetrisch ist, ist auch für den Clyde Kronzeuge die dominante Strategie. Sodass wir das auch einkreisen könnten. Und rein optisch sehen Sie schon, dass diese Strategienkombination hier, nämlich Kronzeuge, Kronzeuge, ja, die ist quasi die Kreuzung der beiden dominanten Strategien. Ne? Und das wir werden sehen, dass das auch dass quasi das Gleichgewicht ist. Ne? Das ist der rationale Ausgang dieses Spiels. Genau, schauen wir uns das Ganze für das Koordinationsspiel an. Beim Koordinationsspiel können wir das Gleiche versuchen. Das Kalkül für Spieler 1. Also, wenn wir wissen, dass Spieler 2 links spielt, können wir entweder links oder rechts spielen. Bei links kriegen wir 1, bei rechts kriegen wir 0. 1 ist besser. Machen wir den Pfeil dahin. Wenn Spieler 2 rechts spielt, können wir entweder 0 für links kriegen oder 1 für rechts. 1 ist besser, geht der Pfeil diesmal andersrum. Wir sehen, für Spieler 1 gibt es keine dominante Strategie. Ne? Denn einmal ist rechts klar besser und einmal ist links klar besser. Das gleiche gilt für Spieler 2. Spieler 2 überlegt sich, wenn Spieler 1 links spielt, habe ich entweder 1 oder 0. 1 finde ich besser. Machen wir so einen Pfeil hin. Und umgekehrt, wenn Spieler 1 rechts spielt, finden wir die 1 hier besser. Machen den Pfeil hier hin. Okay. Sie sehen, es gibt keine dominanten Strategien, aber Sie sehen trotzdem ein bestimmtes Muster. Nämlich, dass wir zwei Strategienkombinationen haben, nämlich links-links und rechts-rechts, wo jeweils zwei Pfeile hin weisen. Ne? Und wir werden gleich. Wenn wir das Konzept des Gleichgewichts definiert haben, sehen, dass das eben tatsächlich die Gleichgewichte sind. Und was haben wir jetzt auch noch gesehen? Wir haben jetzt am Beispiel des Koordinationsspiels gesehen, warum das Konzept der Dominanz alleine noch nicht ausreicht, um Vorhersagen über den Ausgang eines Spiels zu machen. Auf ökonomisch sagen wir, das Spiel zu lösen. Man löst das Spiel, indem man quasi rausfindet, was jetzt der rationale Ausgang sein wird. Und das allerwichtigste Konzept, das wir brauchen, um Spiele zu lösen, ist das Nash-Gleichgewicht. Und gleichzeitig werden wir uns das Konzept der besten Antwort anschauen. So. Bleiben wir bei unseren Beispielen. Direkt, um die Konzepte einzuführen. Sie werden merken, das ist sehr ähnlich zur Dominanz. Wir überlegen uns nämlich aus Sicht der Bonnie, was ihre jeweils beste Antwort ist auf die möglichen Strategien des Clyde. Also, wenn Clyde schweigt, kann Bonnie entweder schweigen oder Kronzeuge spielen. Sie vergleicht minus 1 mit 0. Ihre beste Antwort darauf, wenn Clyde Schweigen spielt, ist ganz klar die 0. Wenn der Clyde Kronzeuge spielt, was ist dann die beste Antwort der Bonnie da drauf? Minus 10 oder minus 8? Minus 8 ist besser. Kreisen wir das auch ein. Das gleiche überlegen wir uns für den Clyde. Ne? Wenn wir wissen, dass Bonnie Schweigen spielt, was ist dann für den Clyde besser? Schweigen minus 1 oder Kronzeuge 0? Kronzeuge. Wenn wir wissen, dass Bonnie Kronzeuge spielt, was ist dann für Clyde besser? Minus 10 für Schweigen oder minus 8 für Kronzeuge? Das Letztere. Und was sehen wir jetzt? Es gibt genau eine Strategienkombination, nämlich Kronzeuge, Kronzeuge, wo beide Spieler gleichzeitig ihre beste Antwort spielen. Und so eine Strategienkombination nennt man auch Nash-Gleichgewicht. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, vor einigen Jahren gab es mal ein relativ
guten Film darüber, ne? A Beautiful Mind. Da ging es genau um den Erfinder dieses Konzepts, den Mathematiker John Nash. Ja, und dieses Konzept ist so fundamental und so wichtig, dass es ist wirklich eines der fundamentalen Konzepte der Spieltheorie. Und das ist auch ein Grund, warum er, das ist der Grund, warum Nash dann auch einen Nobelpreis irgendwann dafür bekommen hat. Und ich denke, Sie sehen jetzt auch, was die Verbindung ist, ne, zwischen den Konzepten der Dominanz und bester Antwort. Eine Strategie, die auf jede Strategie des anderen Spielers eine beste Antwort bietet, ist eine dominante Strategie. Okay? Aber wie wir eben gesehen haben, gibt es nicht immer eine dominante Strategie, aber eine beste Antwort gibt es immer. Und ich habe es eben schon mal hier konkret für das Beispiel gesagt, ein Nash-Gleichgewicht ist dann definiert als eine Strategienkombination, bei der alle Spieler ihre jeweils beste Antwort spielen. Und warum, also von der Logik her nennen wir eine Strategienkombination mit gegenseitig besten Antwort ein Gleichgewicht? Ja, was ist denn ein Gleichgewicht? Ein Gleichgewicht verstehen wir aus ökonomischer Sicht, aus mathematischer Sicht, als eine stabile Situation. Als eine Situation also, in der keiner der Spieler einen Anreiz hat, unilateral abzuweichen. Also unilateral nur aus seiner Perspektive gesehen. Und genau, was Sie jetzt einfach mal machen können, das werde ich jetzt nicht mit Ihnen durchexerzieren, aber Sie können ja das Video einfach kurz auf Pause stellen. Sie können ja einfach mal für jede Strategienkombination durchprüfen, ob es Anreize gäbe, für einen Spieler abzuweichen. Sie können sich anschauen, wenn der Spieler von dieser Strategienkombination abweicht, kann er sich dann besser stellen. Und wie Sie sehen werden, ist die Prüfung nach dem Anreiz zum unilateralen Abweichen äquivalent zur Suche nach der besten Antwort. Und Sie werden am Ende auf die gleiche Antwort kommen, dass nämlich nur bei der Strategienkombination Kronzeuge-Kronzeuge es keinen Anreiz mehr gibt, für einen Spieler abzuweichen. Und ich persönlich finde es hilfreich, ein Nash-Gleichgewicht als ein dezentrales Gleichgewicht zu sehen. Also das Wort dezentral sollten Sie sich im Hinterkopf behalten. Es ist ein Gleichgewicht, das die Spieler ohne Eingriff von außen erreichen. Deswegen ist es dezentral, ne? Weil wir keine zentrale Autorität haben, die irgendwas vorgibt, sondern nur quasi die Interaktionssituation der beiden Spieler. Und Kronzeuge sollte hier das Gleichgewicht sein, das gespielt wird. Im Gefangenendilemma, wie wir es hier dargestellt haben, haben wir genau ein Gleichgewicht, Kronzeuge. Und aber in anderen komplizierteren Spielen haben wir typischerweise eine Vielzahl von Nash-Gleichgewichten. Und ja, Thema der modernen Spieltheorie ist hauptsächlich oder ist zum großen Teil, wie man das Konzept des Nash-Gleichgewichts verfeinern kann. Ne? Also Refinement ist quasi ein wichtiges Thema in der modernen Spieltheorie. Wie man das Konzept realistischer definieren kann, komplizierter, um einige der vielen Nash-Gleichgewichte auszuschließen. Ne? Denn wie Sie sich vorstellen können, ist es zwar, also in so einem einfachen Spiel hier, haben wir ein Nash-Gleichgewicht, das heißt, wir sagen vorher aus deskriptiver Sicht, die Spieler werden rationalerweise beide Kronzeuge spielen. Okay? Aber was ist, wenn wir mehrere Nash-Gleichgewichte haben? Dann hilft uns das Konzept von Nash nicht mehr weiter zu sagen, was denn nicht mehr da weiter vorherzusagen, was passieren wird. Ne? Und das ist ja ein Zweck dieses Instrumentes, um vorherzusagen, was passieren wird. Denn letztendlich wollen wir ja vorhersagen, was eine Rechtsänderung bewirken wird. Okay? Und modernere Konzepte sind ein bisschen enger gefasst, bauen aber meist in irgendeiner Weise auf Nash auf, um weniger Gleichgewichte zu finden. So, und vielleicht haben Sie auch schon gemerkt, warum
wir das Gefangenendilemma Dilemma nennen. Es hat damit zu tun, was denn, es hat mit der Frage zu tun, was denn eigentlich hier die gesellschaftlich beste Strategienkombination ist. Was ist denn hier gesellschaftlich gesehen die beste Strategienkombination? Naja, eine Möglichkeit, oops, sorry, beste zu definieren, ist zu sagen, sich die Summe der Auszahlung anzuschauen. Ne? Ganz einfach, wenn wir für jede Strategienkombination die Summe bilden, dann sehen wir, ist Schweigen, Schweigen quasi die gesellschaftlich optimale Strategienkombination. Warum? Die Gesellschaft, wie wir sie in diesem Spiel kennen, besteht nur aus den beiden Spielern Bonnie und Clyde. Mehr wissen wir nicht. Okay, deswegen ist die Summe der Auszahlungen auch ein ganz gutes Maß für die soziale Wohlfahrt hier. Und die soziale Wohlfahrt ist am höchsten bei dieser Strategienkombination. Und darin genau besteht das Dilemma. Gesellschaftlich gesehen wollen wir eigentlich hierhin, aber das Nash-Gleichgewicht ist hier. Okay. Und ich sage es nochmal, das Dilemma in so einem Spiel besteht darin, dass die gesellschaftlich optimale Situation kein Nash-Gleichgewicht ist. Also ohne Eingriff von außen nicht von den Spielern erreichbar ist. Selbst wenn, also wenn einer versuchen würde, Schweigen zu spielen, hätte der andere einen unilateralen Anreiz, davon abzuweichen. Deswegen ist es kein stabiles Gleichgewicht. Wenn Bonnie und Clyde miteinander kommunizieren könnten, würden sie beide Schweigen spielen. Ne? Dann können Sie sich vorstellen, dass sie quasi, wenn die beiden kommunizieren könnten, dann wäre das Kalkül anders. Dann wäre das Kalkül von vornherein die Summe der Payoffs und sie würden sich darauf einigen, das zu spielen, was ihren Payoff maximiert, ihren gemeinsamen, nämlich Schweigen, Schweigen. Aber wenn sie nicht miteinander kommunizieren können, separat verhört werden und auch keine Absprachen getroffen haben, die durchsetzbar sind, dann werden sie rationalerweise Grundzeuge, Grundzeuge spielen. Wie sieht es im Koordinationsspiel aus? Was sind hier die besten Antworten? Fangen wir wieder bei Spieler 1 an. Wenn wir wissen, dass Spieler 2 links spielt, dann ist die beste Antwort für Spieler 1 links, weil er da 1 hat, das ist besser als 0. Wenn Spieler 2 rechts spielt, was ist dann die beste Antwort für Spieler 1? 0 oder 1? 1. Okay. Symmetrisch dazu überlegen wir uns für Spieler 2. Okay, was ist, wenn Spieler 1 links spielt? 1 oder 0? 1. Wenn Spieler 1 rechts spielt, was ist dann die beste Antwort für Spieler 2? 0 oder 1? 1. Sie sehen schon, ja, es ist eigentlich immer die gleiche Übung, der gleiche Weg zum Gleichgewicht. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man die richtige Zahl mit dem, dass man die Zahlen dem richtigen Spieler zuordnet. Okay? Und wie Sie sehen, haben wir schon bei so einem ganz einfachen Spiel eine Situation, wo wir zwei Nash-Gleichgewichte haben. Das ist ein Nash-Gleichgewicht. Und das ist ein Nash-Gleichgewicht. Okay, und so wie wir es hier dargestellt haben, ist das alles aus gesellschaftlicher Perspektive kein Problem, denn die gesellschaftliche Wohlfahrt ist in beiden Situationen gleich, ne? Also 1 plus 1 ist gleicher wie 1 plus 1, aber es ist auch ein Koordinationsspiel, wenn wir haben zum Beispiel, wenn wir hier stehen haben, 3. Und 3. Ja, wenn Sie dann das Spiel durchspielen, sehen Sie, dass immer noch beide Strategienkombinationen Nash-Gleichgewichte sind, links, links und rechts, rechts. Aber gesellschaftlich gesehen wollen wir eigentlich lieber nach rechts, rechts. Okay? Und eine große Frage bei Koordinationsspielen ist immer, wie kommen wir zu dem guten Nash-Gleichgewicht? Okay? Das ist konzeptionell ein großer Unterschied hier zu dem Gefangenendilemma. Beim Gefangenendilemma ist die Frage eher,
wie kriegen wir es hin, dass das Nash-Gleichgewicht, dass wir nicht das Nash-Gleichgewicht, sondern das sozial optimale Ergebnis haben. Okay? So, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, wie man durch Prüfen auf beste Antworten Nash-Gleichgewichte finden kann. Und auf der folgenden Folie schauen wir uns eine alternative Möglichkeit an, wie man Nash-Gleichgewichte finden kann. Hier haben wir, also als allererstes müssen wir natürlich sagen, wir haben jetzt hier eine erweiterte Version des Gefangenendilemmas. Und zwar ein Gefangendilemma mit nachträglicher Bestrafung von Defektion. Ich denke, der Titel sagt es schon, was hier die Erweiterung ist. Beide Spieler haben noch eine zusätzliche Strategie, und die heißt später strafen. Und wie Sie sehen können, beinhaltet diese Strategie zunächst Schweigen. Das sehen wir daran, dass sich hier nichts ändert, wenn beide schweigen oder beide später Strafen spielen. Aber wenn einer die Strategie später Strafen spielt, sagen wir Bonnie, und Clyde spielt Kronzeuge, dann passiert Folgendes. Zunächst passiert ja das hier, ne, dass Bonnie Höchststrafe kriegt und Clyde kommt davon mit Straffreiheit. Aber wenn Bonnie später Strafen spielt, dann wird sie auf jeden Fall, sobald sie die Möglichkeit hat, und zwar aus dem Gefängnis wieder draußen ist, wird sie sich rächen. Ne? Und das ist dann für Clyde so, das wird für Clyde so schlimm sein, dass er dann einen Payoff von minus 20 hat. Okay? Und gleichzeitig ist es verbunden mit Kosten für Bonnie, nämlich von 2 zusätzlich zur Strafe. Okay? Das ist der Inhalt dieser zusätzlichen Strategie, später Strafen. Das Spiel ist weiterhin symmetrisch, das sehen Sie auch. Also die Payoffs sind genau symmetrisch. Und wenn wir jetzt prüfen, ob es dominante Strategien gibt, sehen wir, wir haben keine dominante Strategie, wir haben keine Strategie, die immer besser ist als die anderen. Okay. Das können Sie ja selber mal prüfen, aber so wie das Spiel jetzt hier dasteht, gibt es keine Strategie, die immer vorzuziehen ist. Was wir aber in so einem Fall machen können, ist nach und nach dominierte Strategien zu eliminieren. Ne? Und ein schöneres Wort für nach und nach ist iterativ. Wir sehen nämlich, dass für den Clyde die neue Strategie später strafen eine dominierte Strategie ist. Woran sehen wir das? Hier ist die Strategie nie, also wenn Bonnie Schweigen spielt, ist später Strafen für den Clyde nicht besser, also keine beste Antwort. Wenn Bonnie Kronzeuge spielt, ist später Strafen immer noch keine beste Antwort für den Clyde. Wenn Bonnie später Strafen spielt, ist später Strafen für den Clyde immer noch keine strikt bessere beste Antwort, denn Schweigen ist immer noch mindestens genauso gut. Ne? Das heißt, wir können sagen, später Strafen für Clyde wird dominiert von den anderen Strategien. Ne? Es ist nicht rational, diese Strategie zu spielen. Das heißt, rationalerweise wird Clyde nie später Strafen spielen. Okay? So schön. Und weil wir rational annehmen können, dass er das nie spielen wird, können wir die Strategie streichen und unser Spiel wird kleiner. Okay. Und iterativ bedeutet nichts anderes, als dass wir das weitermachen, so lange, bis vielleicht nur noch eine Strategienkombination übrig ist und diese Strategienkombination ist ein Gleichgewicht. So, im übrig gebliebenen Spiel sehen wir, dass später Strafen für Bonnie auch eine dominierte Strategie ist. Es ist nie für die Bonnie strikt vorzuziehen, das zu machen. Also können wir sagen, die Strategie wird dominiert. Und
Wir streichen sie. Jetzt ist das Spiel schon viel kleiner. Sie merken, wir sind im ursprünglichen Gefangenendilemma gelandet. Aber können immer noch weitermachen. Im übrig gebliebenen Spiel können wir uns überlegen, ob es dominierte Strategien gibt. Und zwar sehen wir, dass für die Bonnie die Strategie Schweigen dominiert wird. Ne? Also, Schweigen für Bonnie wird dominiert. Es ist nie die strikt bessere Strategie, also können wir auch diese Strategie streichen. Haben wir nur noch zwei Strategienkombinationen und wir sehen, für den Clyde gilt, dass Schweigen jetzt dominiert wird. Können wir auch streichen. Und wir haben auf einmal nur noch eine Strategienkombination übrig. Und per Definition muss diese Strategienkombination ein Nash-Gleichgewicht sein. Ja, und wenn Sie bei diesem Spiel die Prüfung durchführen für ein Nash-Gleichgewicht, indem Sie die besten Antworten anstreichen, dann werden Sie sehen, dass das tatsächlich das Nash-Gleichgewicht ist. Und daraus können wir folgende allgemeine Regel ableiten. Ein Gleichgewicht in iterativ eliminierten Strategien ist immer auch ein Nash-Gleichgewicht. Warum machen wir das aber nicht immer so? Weil das Umgekehrte nicht gilt. Ne? Ein Nash-Gleichgewicht ist nicht immer in iterativ eliminierten Strategien, ein Gleichgewicht in iterativ eliminierten Strategien. Ne? Also wir können zwar sagen, wenn wir durch iterative Elimination ein Gleichgewicht finden, dann muss es ein Nash-Gleichgewicht sein, aber umgekehrt gilt es nicht. Ein Nash-Gleichgewicht muss nicht unbedingt ein iterativ eliminiertes Gleichgewicht sein. Damit ist diese Lösungsmethode nicht so flexibel wie die Suche nach besten Antworten, weil hier nicht garantiert ist, dass man alle Nash-Gleichgewichte findet. Ne? Denn in komplizierten, wenn wir jetzt ein Spiel hätten mit mehreren Nash-Gleichgewichten, dann wäre nicht garantiert, dass wir über diese iterative Methode alle Nash-Gleichgewichte finden würden. So, noch eine kleine Wiederholung und dann sind wir für heute auch schon fertig. Ein Nash-Gleichgewicht ist dadurch definiert, dass jeder sich so verhält, dass das ist ein Schreibfehler. So. Jede verhält sich so, dass sie eine beste Antwort auf das Verhalten der anderen spielt. Klar, das war die Definition des Nash-Gleichgewichts. Niemand kann unilateral vom Nash-Gleichgewicht abweichen, ohne dadurch schlechtere Auszahlungen in Kauf zu nehmen. Das war quasi die intuitive Erklärung, warum ein Nash-Gleichgewicht auch ein Gleichgewicht ist. Und was Sie im Hinterkopf haben sollten, welches von multiplen Nash-Gleichgewichten ist denn jetzt wahrscheinlicher? Also wenn wir ein Spiel haben, in dem wir mehrere Nash-Gleichgewichte haben, brauchen wir irgendeine Entscheidungsregel, um zu sagen, oder irgendeine Vorhersage, irgendeine Methode, um vorhersagen zu können, welches Nash-Gleichgewicht denn wahrscheinlicher ist. Ne? Und darum wird es dann in der nächsten Sitzung gehen, nächsten Dienstag. Aber für heute bin ich fertig. Sie merken, die Online-Vorlesung ist tendenziell kürzer als die Dienstagsvorlesung. Das liegt einfach daran, das hat mehrere Gründe. Ne? Hier, wenn ich die Vorlesung aufnehme, können Sie nicht direkt Rückfragen stellen. Das heißt, das fällt schon mal weg an Minuten. Tendenziell rede ich vielleicht ein bisschen schneller, weil mich niemand unterbrechen kann und ja, auch einfach so. Genau, das sind eigentlich die Gründe, warum die Online-Vorlesung meist kürzer ist. Okay, aber das ist für Sie, ich denke, da werden Sie sich nicht beschweren. Und so haben Sie auch, denke ich mal, ein bisschen mehr Zeit, das Ganze zu verarbeiten, das Ganze nachzulesen. Das Thema Spieltheorie ist, würde ich sagen, das wichtigste Thema in der ganzen Vorlesung, weil wir fast immer wieder darauf zurückkommen werden. Und wenn Sie das hier nicht verstanden haben,
Also in der ganzen Vorlesung werden wir immer wieder die Konzepte aus der Spieltheorie anwenden. Das heißt, wenn Sie das hier nicht gründlich verstehen, dann werden Sie später Probleme haben mitzukommen. Deswegen lesen Sie auf jeden Fall die Literatur und stellen Sie Fragen im Forum, im Diskussionsforum, wenn Sie was nicht verstehen. Bereiten Sie sich gründlich auf das Auditorium nächste Woche vor. Das Aufgabenblatt lade ich gleich hoch. Genau. Und wie immer gilt, wenn Sie abgesehen von inhaltlichen Fragen noch irgendwelche Anmerkungen haben zum Stil der Vorlesung, zu der technischen Umsetzung, irgendwelche Anregungen, irgendwelche Beschwerden, dann immer her damit. Ne? Am liebsten im Moodle-Forum und wenn Sie das anonym machen wollen, gerne auch anonym im anonymen Feedback-Forum.